Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapsenklatscher. Hallo. Hallo. Hier meine Frage. Hast du nie eingestellt von 21 Uhr bis 5? Ne? Hab ich. Oder musst du noch einen Generator irgendwie anschließen? Ja. Aber ich will keinen Generator hinbauen, ich baue hier Solarbank. Da brauche ich mal hier ein kleines hübsches Häusl. Oh. Da geht das dann nur in das Häusl rein. Ich hätte das wahrscheinlich eins runter. Ach naja, trotzdem, das passt schon so, das ist okay. Hier soll ich die Kleine veredeln? Ja, das wollte ich auch gerade machen. Ich habe gar keinen Stall dabei. Ich aber. Ja, dann gib mir mal was her. Recht herzlichen Dank. Genau, hier am Laternenbau. Wow, es ziehen finstere Wolken auf. Das ist so toll. Was? Abgesehen von der Frau, die dort gerade wieder angespeist kommt, aber das ist geiles Wetter. Oh. Für einen Screenshot ganz super. Schön. Die werden wir andersfarbig gemalt. Naja, Das wäre sowieso. schlimmer machen. Geh mal den Generator holen. Nee, brauchst du nicht. Bin doch dort noch nicht so weit fertig. Mensch. Ist doch gut. Lass mich erstmal das eine machen, bevor ich das andere mache. Ja. Also hab ich gesagt, Kommt ich will doch dort keinen Generator. Zum zweiten Mal. so, ja, stimmt. Da war ja was. Ja, Ja, das es habe ich kommt doch, gesagt. wo man nichts zu tun hat. Dann geht doch plündern oder sowas. Mache ich jetzt auch. Viel Spaß. So, da packe ich die trotzdem mal ein. Farbe, 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 Farbe. Was nehmen wir denn da? Können wir ja Beton machen. Oder sowas. Verfallen noch sieben. Ah, naja, das sieht komisch aus. Halbhundertsiegel. Naja, das sieht komisch aus. Und wie fährt sich's auf der neuen Straße? Gut. Steinstraße. Genau, das ist die Oh. Steinstraße. Klemmer Namen. Oh. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwo was, womit man eigene Texturen implementieren kann. Oh, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon mal gehabt. Damit du ein bisschen. Jetzt, wo du deine eigenen Muster machen kannst. Na, genau, noch. Hatte ich auch schon mit den Gedanken gehabt. Machen wir sie ganz edel.
Obwohl, wenn das eine Steinstraße ist, ne, da könnte man das eigentlich auch aus Stein machen, die Laternen. Aber das sieht dann so komisch aus. Nee, ach, ich lasse das so. Das sieht gut aus. Was? Ach, nichts. Deine Freundin schon Nee, wieder? nee. Aua. Kam die doch von unten, die blöde Kuh. Bald ist ja Weihnachtszeit, alle freuen sich drauf. Und wie geht das? Das Weihnachtslied? Ist ja bald wieder Weihnachten. Ah ja. Ist noch ein bisschen Zeit. Was ist denn das für ein dummes Haus? So. Jetzt hab ich die Treppe kaputt gemacht. Jo, passiert. Ich frage mich auch gerade ernsthaft, ob die den Gyrokopter nun endlich mal ja, gefixt haben. Hast du eigentlich die Bücher aus der Kiste schon gelesen? Ja. Warum? Warum nicht? Warum? Weil mir da noch war, weil ich wissbegierig bin. Was für ein Zeugs? Was für ein Zeugs. Ich höre deine Tasten. Ja, kann ich auch nicht für. Drück auf Q. Und dann? Hast du auf Q gedrückt? Blöd. Naja, hab's doch gleich fertig gemalt hier. Sieht zwar komisch aus, aber es macht nichts, das interessiert mich nicht. Gömisch? Es muss komisch aussehen. Dies Glück. Jetzt brauche ich noch ein kleines Häuschen hin. Von dort oben geht's dann hier rein. Das kann ich auch da unten in der Senke einbauen. Oder direkt hier unten drunter. Das werde ich ja direkt unten drunter hinbauen. Ach nee. Ich werde es jetzt letztlich hinbauen, dann gut.
kannst ja extra Dreie hoch machen. Ich glaube, ich werde mal in meiner Decke Löcher reinmachen. Bis zum Obermieter rein, ne? Dann werde ich Schrauben nehmen, werde vorne an den Schrauben, nicht an den Köpfen, sondern dort, wo man das normalerweise mal reintritt, ne? Werde ich es spitz schleifen, ne? Also feilen. Schön spitz, ne? Dass man hier immer mal drauf fest, dass das hier gleich blutet. Dann werde ich die Dinger durch meine Decke schrauben, damit die dort oben endlich mal aufhören zu trampeln. Das kann doch nicht so schwer sein, das mal jemandem beizubringen. Hast du Hoffnung, dass es fruchtet? Nu? Naja. So, Stromhäuse. Jetzt gerade nicht dabei. Achso, da kann ich jetzt auch hier gucken. Ah, dann muss ich das ja noch ins Wasser machen. Sonst krieg ich hier keine Türen hin. Weiter kann ich die eigentlich wieder absensen. Und das absensen. Das setze ich ja einfach schrägen hin, dass ich das wenigstens ein bisschen schöner ist. So, jetzt sieht es wenigstens aus wie ihr Häusel. Ich hier vielleicht auch noch die Schrägen hin. Oh nein, vorbei. Oh nein, vorbei. Das sieht cool aus. Da könnte man die eigentlich ja als Stein machen. Dann sieht das wenigstens noch richtig geiler aus. Das werde ich jetzt mal machen. In der Hoffnung, dass es mir nie einstürzt. Hier in den setzen, hier in den setzen. Dann werde ich das hier nochmal wegmachen. Bitte stürz nicht ein. So. Kann die mich mal in Ruhe hier meine Tätigkeiten ausführen lassen? Willst du auf diese Frage jetzt eine Antwort? Die kann mir keine Antwort mehr geben jetzt. Ich habe die Frage gestellt, da war es schon vorbei. Ach so. So, immerhin, oh, das sieht echt. Das, ja. Gut, okay, das sieht schön aus. Du musst mal so formulieren. So, da gehe ich jetzt rein, die Türe holen. Oh, das darf doch nicht wahr sein, hä? Lass mich in Ruhe. Jetzt hängt's am Gartenzaun. Gibt's ja so. Was für ein Lied? Frieden am Zaun? Achso, nee, Otannenbaum. Achso. Die Oma
Die hängt am Gartenzaun. So. Was wollte ich machen? Türe, genau. Dressurtüre. Dressurtür haben wir nicht. Warum nicht? Aber die Batteriebank, die kann ich ja schon mal mitnehmen. Solarpanel. Da kann ich auch schon mal eins mitnehmen. Warte mal, wie viel macht denn die erforderliche Kraft? Null. Willst du, um Strom für deine elektrischen Komponente zu erzeugen? Im Tagebuch-Tipp findest du mehr Infos. Du ist mein Tagebuch-Tipp. Tagebuch, Generator. Benötigt mindestens ein Motor und so weiter. Und drei dazwischen. Sensoren und Auslöser. Ich will das jetzt nicht alles durchlesen. Egal. Ich krieg das schon hin. Irgendwie. Was wollte ich machen? Ach ja, Dressurtüren. Ich weiß, ich brauche dazu mechanische Teile. Stahl habe ich dabei. Eisen brauche ich bestimmt Öl. Sprungfedern brauche ich. Hier. Schraubenfedern. Öl war's. Irgendwas war's noch. Was war's? Dress. Ach hier, kann ich schon machen. Plus die drei, ne? Stahl, Federn, mechanische Teile. Also, hier nochmal. Dress. Dressurtüre. Dann mache ich gleich mal ein paar mehr. So. Was war das andere? Das andere habe ich. Solarbank. Achso, die Solarzelle. Kann ich die eigentlich herstellen? Solar. Natürlich nicht. Warum nicht? Vielleicht mit C. Dann muss ich jetzt doch noch mal fix zum Händler. Jetzt ja. Zum Händler. Der hat er gar nicht auf. Ach verdammte Scheiße. Muss schon am Tage hingehen. Ich pack mal schon mal das Geld ein. Ist der Zombie bei dir oder bei mir? Ich würde sagen bei mir. Super. Na toll. Harter Händler zu, ey, das kotzt mich doch an. Jeder hat mal Feierabend. Ach, das interessiert mich doch nicht. Lernt ihr wohl Spätshop haben oder sowas? Haha, Spätshop. So, die Tür ist drin. So, und jetzt noch die Solarbank. Hier ist mein Drahtwerkzeug. Wupp. Achso. Ach, da müssen ja dann sowieso noch Batterien rein. Wupp. Gut, das Kabel sieht man. So ein Mist. Ich dachte, man hätte es. Ich könnte es ja noch eins weiter reinsetzen, eigentlich. Wie kann ich das jetzt nicht mehr hier abmachen? Eigentlich schon, oder? So, aufheben kann ich dann natürlich, ne? Wie gut, dass ich zwei habe. Das heißt, ich stelle nämlich ein bisschen weiter rein. Bis hinten hin.
Jetzt mache ich die Behinderung noch weg. Hätte man das Häusl ein Stück kleiner bauen können noch? Hätte. Obwohl, nee, das passt schon. Wie sagt man so schön? Hätte Fahrradkette. Jetzt ist der Generator drin. Super. Bank, Solarbank. Nee, Batteriebank. So ein wenig verwirrt? Nee, überhaupt nicht. Mit. So. Jetzt hängt er quasi dort hinten an der Wand. Also hier an der Wand. Da dürfte das von hier bis dort hoch, dürfte man das Kabel normalerweise nicht mehr sehen. Und wenn, dann bloß ein Stück. Sag ich doch, wenn, dann bloß ein Stück. Aber das macht dann nichts. Das sieht schön aus. So, jetzt hier bloß noch Batterien reinhauen. Also ich habe das jetzt eigentlich verbunden. Und eigentlich müsste der das jetzt sicher schon machen. Dachte ich. Achso, einschalten. Yeah, wir haben eine Straßenbeleuchtung. Schön. So, mit der Grafik einstellen kann ich jetzt auch nichts mehr machen, richtig? Qualität. Sichtweite ist aber hoch. Was ist denn, wenn ich hier alles hier mal kurz auf Ultra stelle? Schattendistanz. Schaltet hier die Schatten. Textur Streaming. Das hoch. Das hoch. Sieht schon edel aus. Boah, das sieht richtig edel aus. Cool. Ich finde, ich hab das gut gemacht. Mit deiner Hilfe. Ich habe hier gerade hier die Grafikeinstellung auf hier das, was geht. Das sieht echt super aus. Ich bin jetzt gleich wieder auf dem Rückweg. Da guckst du mir das dann mal an. So, jetzt war meine Grafikkarte ein bisschen zu kämpfen, aber sieht trotzdem geil aus. Ich habe mein Gamma habe ich auch auf 50 runter. Sieht echt super aus. Gefällt mir. Hätte man hier drinnen auch ein kleines Lämplein reinbauen können. Habe ich noch eins? Ich habe noch eins.
Das Licht funktioniert komischerweise nicht. Warum auch immer. Oder habe ich das verbunden? Ich sehe das gerade nicht. So, Videoanzeige, kann man mal kurz hoch machen. Doch, ich habe es eigentlich verbunden. Warum leuchtet das nicht? Jetzt. Boah. Oh. Jetzt leuchtet's. Jetzt ist es doch hier heller, weil wegen Lampe innen drin. Aber das macht dann nichts. Das ist einfach nur hier. Wupp. Hm. Kann man hier jetzt. Party feiern! Gut, liebe Zuschauer. Na ja, sieht doch nicht schlecht aus. Noch ist geil. Oh. Cool. Ah, das sind immer bloß die vorderen Lampen, die dann leuchten. Ne? Die hinteren, die gehen dann wieder aus. Was sind für vordere Lampen? Naja. Warte mal. Also wenn ich von hier aus komme, leuchtet die Lampe. Die das Lampe hat was mit der Grafikeinstellung zu tun, das ist einfach so. Ach so. Bei mir leuchten zum Beispiel gerade, ich sehe zum Beispiel gerade 1, 2, 3, 4, 5 Lampen, die bei mir hier in dieser Reihe leuchten. Die anderen drei sehe ich schon gar nicht mehr. Nur bei mir sind es 3 Lampen. Die vierte, die leuchtet schon nicht mehr. Bei mir. Naja, egal. Gut, liebe Zuschauer, da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und liken, abonnieren, würde mich freuen, falls ihr das noch nie gemacht habt. Von vorne bis hinten angucken, wäre auch super für mich. Mich würde es definitiv freuen. Und vor allen Dingen, bleibt in den kritischen Situationen gesund. Jo. Bis demnächst. Tschüssi. Ciao, ciao.